Hallo und herzlich willkommen zurück zu American Thief 80s. Wir sind ein Dieb in den 80er Jahren und wir haben, ich habe den Namen schon wieder vergessen, hier gerade, also in der letzten Folge, jemanden kennengelernt, der möchte, dass wir seinen Chopper wieder zurückholen. So, fahr hinter den Anhänger zum Parkplatz, das werden wir machen. Wir wurden ja reingelegt bzw. auf die Probe gestellt in der allerersten Folge. So, betreten. Okay, ich glaube, das war doch so komisch hier. Jawohl, das war ein bisschen komisch so, aber okay. Wir müssen uns dran gewöhnen. Wo müssen wir denn hin? Gerade weiter. Ja, entspannt euch, entspannt euch, bleibt ruhig. Okay, hier ist ein Parkplatz. Hier ist ein Parkplatz. Hier ist Parkplatz, sehr schön. Schlafen. Mit Schlafen kannst du die Zeit vertreiben. Du kannst in Verstecken oder Autos schlafen, wenn diese auf einem Parkplatz stehen. Plane einen Überfall und den Tagesablauf des Mieters herum. Ja, also eindeutig Thief Simulator, den wir ja auch schon gespielt haben, wie gesagt. So. Oh, bremst mal. Markiere Joe Bob tagsüber. Rechte Maustaste gedrückt halten. Ja, ich würde sagen, tagsüber schwierig um 20 Uhr. Vielleicht haben wir ja aber Glück. Wo müssen wir denn hin? Hinweis: Tarnungskleidung, wichtige Kleidung für nächtliche Überfälle. Mieter. Tö. Die Mieter werden die Polizei rufen oder sogar versuchen, dich zu überwältigen. Meide sie um jeden Preis. Du kannst sie markieren, um zu erkennen, wann sie zu Hause und wann sie weg sind. Sehe aber keinen. Markiere Joe Bob tagsüber, rechte Maustaste. Ja, ich dachte, man sieht ihn vielleicht hier, aber anscheinend nicht. Also müssen wir wieder mal schlafen. Schlafen. Steht ganz eindeutig da. Schlafen. So, Aktion, ne? Schlafen. Was ist so tagsüber? So mittags um 12 ist ausgeschlafen. Schließen. Standort. Joe Bob. Für Vollidioten. Das, wenn du weißt. Okay, hier ist es. Markiere den Zaun rechts von der Tür. Markiere den Zaun rechts von der Tür. Warte bis Mitternacht. Schlaf im Auto auf dem Parkplatz. Warte mal, wann ist der weg? Okay. Gut, dann schlafen wir bis Mitternacht. Das Spiel hat gesagt, schlafen. Also schlafen wir. Diese Musik, ne? Hier haben wir ja nochmal 12 Stunden schlafen. Ups. Verkleide dich nachts, ziehe dich im Auto um. Wie ziehe ich mich um? Achso, mit der Aktionstaste wahrscheinlich. Ach, guck an. Tarnungskleidung, wichtige Kleidung für nächtliche Überfälle. Schleiche dich durch den Hinterzaun ein. Durch den Hinterzaun ein. Jetzt ist dunkel, kein Licht. Hinterzaun, also das Ding, was wir hier markiert haben, oder was? Anhänger, hintere Veranda. Spaß. Runter. Das ist der Zaun durchgängig, hier kommen wir nicht durch. Hintere Veranda. Hintere Veranda. Klar, wenn wir einmal hier sind, können wir auch leer räumen. Hier einige Gegenstände. Billy ist da.
schon viel hier. Money. Okay, komm, lass mal gut sein. Wir müssen ja eine Pfanne nehmen, mitkommen. Das ist wieder Geld. Joe Bob's Container. Will ich noch Geld mitten auf dem. Ja, warum nicht? Da. Der kommt gerade. Wie komme ich jetzt zu dem Container? Kommst. Dadurch, da war noch eine Tür, ne? Da drüber. No trespassing. F. Hammer. Wir haben keinen Hammer. Wir müssen irgendwie anders reinkommen. Das so richtig ist. Ich glaube, wir hätten da hinten beim Kollegen vorbeigemusst. Sonst wollen wir. Kind, wir müssen uns, glaube ich, bei dem Typen da vorbeischleichen. Oh Mann. Ja, Container, schick. Was wie hier nach bei meinem Nachbarn vorbei. Ja, und ist auch zu. Jetzt müssen wir mal wieder so typisch den richtigen Moment abwarten, ne? So, jetzt haben wir da. Er dreht sich jetzt nicht gleich um. Jetzt dreht er sich um. Aber wir sind vorbei. Ja, guck an Container. Oh Gott. Also ich glaube von der Chopper ist nicht viel übrig, oder? Kann das sein? Die ist ja komplett zerlegt. Uff. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes Schrott. Kehre zum Auto zurück und zieh dir normale Klamotten an. So, hier ist ein bisschen Geld drin, das nehmen wir gerne mit. Das ist ja unseres, ne? Das können wir nicht mehr. Wir sind voll okay. Jetzt müssen wir wieder zurückschleichen, oder? Ja, was ist das? Hier kommen wir ja nicht durch, ne? Hammer. Keine Ahnung, wo wir einen Hammer herkriegen. Was müssen wir vorbeischleichen? Okay, er steht jetzt auf. Beschäftigt, man sitzt auf der Minimap, wo du hinguckst. So, jetzt kannst du dich bewegen. Ja, komm, das war abgesprochen. Alter, der Sprung, ne? Diese Soundkulisse teilweise. Eieiei. Okay, also ab ins Auto umziehen. Aber das ist eine nice Idee, dass man sich da umziehen muss. Ziehen wir mal Klamotten an und dann ist alles gut. Das ist das. Ah, und das ist das. Ach, hier kann ich rüber schieben zum Lagern. Okay, nice. Kehre zu Stack in die Bar zurück. Ja, gut, dann machen wir das mal.
Diese Maus, ne? Mausempfindlichkeit ist für den Arsch. Da wird einem ja schlecht. Ah, okay, so bekommen wir jetzt einfach. Hallo, ich hab Vorfahrt, du hast ein Stoppschild. Perfekte Tarnung, sehr schön. Auch hier wird mit diesen Buchstaben gearbeitet. Was wir schon damals nicht verstanden haben. Im Thief Simulator, genau dasselbe Prinzip. So, aussteigen hier, komm. How you doing? So, ich habe die schlechte Nachricht. Dein Motorrad ist ein Haufen Schrott. Bitch. Vorsicht. Well, if I can't have my bike, I want me some justice. Go steal me whatever. You get me from them the fair market value of my bike. Oh, and break something while you're there. Okay. Du kannst deine Beute im Pfandhaus verkaufen. Das habe ich mich schon gefragt. Tö, sprechen. Du kannst mit den Leuten reden, Jobs finden oder Sachen verkaufen. Yeah. Tö. Erfahrung und Levels. Durch das Stehlen von Gegenständen hältst du Erfahrung. Nach dem Levelaufstieg kannst du Fähigkeitspunkte ausgeben, um bessere Fähigkeiten freizuschalten. Juhu. So, hallo? Du wolltest das kaufen? Barista. Was darf es sein? Ich brauche etwas zu trinken. Achso. Nö. Dachte, ich kann dir irgendwas verkaufen. Ich setze deine Brille wieder auf, ne? Alleine Einbruch Level 1 im Charaktermenü. Pfandhaus direkt daneben. Ja, läuft. Silvercoin. Buy, sell, trade. Quick Cash hier. 411-0020. We buy anything of value. Loan, buy, sell, open 24/7. Pfandhäuser. Der Verkauf von Gegenständen ist der beste Weg, um Geld zu verdienen. Halte von Zeit zu Zeit bei einem Pfandhaus in der Nähe an. Von Zeit zu Zeit. Der Rucksack ist immer voll. Fetzer. Ja, das ist einer. Mahlzeit. Kaufst du etwas oder schaust du dich nur um? Ich will was verkaufen. Was hast du zu verkaufen? Wo ist denn hier was zu verkaufen? Ah, ist ein Nein, okay. Hier gibt's einen Hammer für $30. Ich würde sagen, wir verkaufen. Plattenspieler, $15. 83. Einbruch. Ah, ist das nicht das, was wir erlernen müssen? Einbruch, wo mache ich das denn? Ah, hier. Arbeit, Rucksack, Verkleidung, Gottes. Schloss knacken, Einbruch Level 1, hier haben wir es. Lernen. Null Fähigkeitspunkte, okay. Gut, was machen wir als nächstes? Verkaufe die Beute und kaufe einen Hammer im Pfand. Ja, okay. So, Hammer. Ja, damit. Weil verkauft haben wir ja schon. Stil Motorradteile aus dem Jetzt müssen wir wieder zurück oder was? Guck mal, wie der Hammer rausguckt. Wie geil ist das denn? Ja, der Dude ist ein ganz cooler, ne? Eieieiei. Gut, dann fahren wir nochmal dahin. Wir sind bestimmt wieder bis Mitternacht schlafen. Dann kommen wir kurz nochmal Rasen ab. So. Tankstelle gibt's. Ich habe bis jetzt aber noch keine Tankanzeige gesehen. Wahrscheinlich was für die Optik. Und diesmal damit wir ein bisschen schneller sind. Ups, Entschuldigung. Kann ja mal passieren. So. So, wir müssen uns bestimmt wieder um. Nee, warte, wir schlafen erstmal bis Mitternacht. Nee,
0 Uhr schlafen. Schließen. Dann Ausrüstung wechseln. So. I hope so. Nimmt echt, also im Dunkeln nimmt er wirklich die Brille ab. Und wenn es hell ist, macht er die Sonnenbrille drauf. Ist auch nice. Schon nice Features. Werkzeug. Um in einige Gebäude zu gelangen, brauchst du spezielle Werkzeuge. Einige von ihnen nehmen viel Platz weg, sodass du immer nur eins mitnehmen kannst. Werkzeuge gehen auch kaputt. Ach du Kacke. Wenn ihre Haltbarkeit gering ist, du kannst sie im örtlichen Pfandhaus reparieren lassen. Gut, jetzt können wir, glaube ich, nämlich hier rein. F. Weil jetzt haben wir ja einen Hammer. Ach, wir hauen auf den Pnüppel rum. Ja, jetzt können wir rein. Ganz einfach. Oh mein Gott. Der Typ ist nicht da, ey. Große Gegenstände passen nicht in den Rucksack. Du musst sie tragen. Transportiere sie im Kofferraum eines Autos. Öffne den Kofferraum und lege sie hinein. Du kannst sie auch mit linker Maustaste werfen oder mit E fallen lassen. Werfen. Alles klar. Tragen. Sollten wir nicht eigentlich was kaputt machen? Ja gut, das haben wir ja. Die Tür haben wir kaputt gemacht. Ich glaube, in der Runde vorher sollten wir eigentlich was kaputt machen, oder? Leg die Motorradteile in den Kofferraum des Autos und bringen sie zu Stack. Na, dann machen wir das noch. Werfen, warte ich immer. Also, das ist ja fallen lassen. Tragen. So fallen lassen, ist dasselbe. Okay, können wir ein bisschen. Man merkt trotzdem, dass es schwer ist, ne? Ist schon nice gemacht, so ist es nicht. So, hier Kofferraum. Kofferraum. Ja, dann lass es mal fallen. Okay, anscheinend kann man zwei Sachen reinlegen von den großen Teilen. Oh. Let's go. Auf zu Stack. Schlecht? Hat was denn daran schlecht? Das war perfekt. Was war denn daran schlecht? Das ist eigentlich gut, dass wir hier. Wir sollen uns nicht umziehen, ne? Wurde uns nicht gesagt. Hat er hier noch drei Jobs, das ist nicht so haben, ey. So, erstmal die Tür wieder öffnen. Yeah, hier geht's wieder ab. So, ich nehme an, dass wir sie hier fallen lassen. How you doing? Und dann reden, oder? Ja. I heard about what you done over there and I like it. That's good. Cause I got more work for you already. I'm thinking I ought to invest. Some rare vitals. Problem is, the best ones ain't on the market. Word is, the best ones are on 701 Cedar Drive. This time, don't break nothing. Ja, Entschuldigung, das war doch die Aufgabe von dir. 701. Suche nach Informationen im Müll. Das müssen wir schon müssen. Wo ist denn überhaupt 701? Hier ist 704. Hier ist 701. Alright. Ja, der hat gerade ein rotes Ausrufezeichen. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich nehme mal an, wegen unserem Outfit. So, dann fahren wir dort noch hin, wühlen nochmal schnell im Müll rum.
Wenn wir das rüberschwitzen in die nächste Folge. Muss ich denn hier lang? Ich glaube schon, jawohl. Sieht gut aus. Oh hier, Papierkorb. Das ist so wie bei Sea Simulator, dass es auffällig ist, wenn man das Auto hier abstellt. Okay, da kommt einer natürlich, ausgerechnet jetzt. Thomas. Draußen. Schon wirklich ein bisschen für Dummies, oder? Okay, er ist einfach gedespawnt. Er ist einfach gedespawnt. Greifen. Gebrauchsanweisung greifen. Lernspielzeug teuer. Infos freigeschaltet. Wasserkocher. Greifen. Stehle Post aus 701. Ja gut, der Duty ist ja gerade weg, ne? Thomas, Infos freigeschaltet. Lalalala. Stehle 4 Schallplatten aus 701. Machen wir noch mit. Er scheint ja alleine zu sein. Und er ist ja gerade weg. F. Brechstange haben wir nicht. Interagieren will ich eigentlich jetzt auch nicht. F. Auch nicht. Wie komme ich hier ins Haus rein, Leute? 4 Schallplatten? F. Hammer benutzen, sehr gut. 1, 2, 3. Ja, ich glaube, es muss metallisch klingen. Das ist gar nicht so einfach. Sehr gut. Mach trotzdem mal leiser. Gerade mit dem Geld. Das ist eine Pfanne. Pass auf, wir müssen. Was? 4 Schallplatten? Ein Fernseher. Schallplatten. Warum liegt der einer auf dem Boden und wie sieht der Teppich überhaupt aus? Was hat der hier gemacht? Geld. Geld. Ach hier. 3. Und hier oben noch 3. Und. In die Platten zu Stacks. Hier liegt noch Geld. Sehr gut. Lernspielzeug. Das ist hier oben markiert. Lernspielzeug. Teuer. Schuhe. Kann man glaube ich auch mitnehmen. Voll. Okay. Fernseher würde ich mitnehmen. Kann man hier rausspazieren? Also hier kann ich echt keinen Hammer benutzen dafür. Das ist echt skurrilio, okay. Ja komm, Abmarsch. Bevor der wiederkommt. Schön durch die Hintertür mit dem Fernseher in der Hand. Wer kennt's nicht, ne? Also ich bin geklettert, ne? Ich krieg den Fernseher nicht raus. Nein! Seite. Was ist das hier unten? Was läuft da ab? Ich glaube, ich sah mir oder? Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Aber ich krieg den Fernseher jetzt nicht raus, weil. Kriege ich das Fenster hier vorne auf zufällig? Das wäre unsere eigene einzigste Option, ne? Oh ja, ich krieg's. Oh yes. Und ich kann sogar durchklettern. Draken. Ja. Und dann. Der hat hier nichts. Kann man ja noch ganz schnell hier durchgucken, könnten wir uns verstecken. Schallwellenspieler. Nimm das noch mit.
Kochtopf voll. Wie das wieder heißt, dass wir schlecht sind, ne? Hier hatten wir, glaube ich, schon alles durch. Dann einmal durchspringen. Schuhe können wir nicht mitnehmen, weil wir voll waren. Einmal tragen. Ist natürlich aufpassen, das Auto steht da vorne. Hier die Platten zu Stack. Kein Passant zu sehen aktuell. Aber das ist jetzt dein Ernst. Der kommt jetzt gerade wieder. Und er folgt uns jetzt. Und ist natürlich viel schneller als wir. Willst du mich verarschen? Auto, 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 wo ist das Auto? Shit! Scheiß auf den Fernseher, ohne Kack. Und weg hier. Tschüss. Wir haben dich, Halbladen. Vielleicht liegt der Fernseher dann noch da. Oh. Folgt die uns jetzt? Wie sie überhaupt nicht auffällig mit einem offenen Koffer. Oh ja, die folgt uns. Wir haben hier eine Markierung. Ich glaube, wir sind so auffällig mit dem Auto und dem Kopf in den Kofferraum. Ganz schnell weg hier. Wo war denn das hier? Hier ist das ein Parkplatz gewesen. Jawohl. Haben wir es geschafft? Oh yes, wir haben es geschafft. So. Schlägerei. Einige Leute werden versuchen, dich zu fassen. Verteidige dich, indem du so schnell wie möglich die Einsatztaste drückst. Was ist? Ach so, hier. Linke Maustaste, okay. Jede Schlägerei erhöht die Müdigkeit. Sobald die 100% erreicht, wirst du verlieren. Ach du Kacke. Naja gut, zum Glück sind wir ja noch entkommen. Die Polizei. Wenn du entdeckt wirst, wird jemand die Polizei rufen. Laufe weg und verstecke dich, bis sie weg sind. Das haben wir ja auch gemacht, erfolgreich. Ich fahre nochmal trotzdem zurück zu dem. Weil. Warte mal. Halt mal hier an. Erstmal will ich die anderen Klamotten anziehen. Zack. Sehr gut. Ich guck, ob der Fernseher noch da ist. Das wäre natürlich mega nice. Ja, 701. Lol. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht rausgeschissen, ey. Lalalala. Oh, ich habe, glaube ich, eine Panne. Ich muss mal nachgucken. Der Fernseher liegt einfach nur draußen. Hat er den automatisch fallen lassen? Okay. Ja, Panne ist oben. Ja, läuft, ne? Tschüssikowski, du Idiot. Haben den Fernseher nicht gefunden. Ah, ja, okay. Ein Gegenstand mehr für uns. Wir sollten eigentlich bloß die Schallplatten besorgen, aber ein ordentlicher American Thief in den 80ern nimmt natürlich den Fernseher mit. So. Ich würde jetzt trotzdem. Nee, so war das nicht. Wie war denn das? Wie drin im Auto? Doch F, Ausrüstung wechseln. Zum Lara, da war's. Aber ich denke mal, das wird jetzt im Auto sein. Denke ich mal. Ach ne, hab ich jetzt die Schalt. Oh no. Ausrüstung wechseln. Hab ich die Schaltplatten jetzt hier reingeräumt? Nee. Ja gut. Sehr gut, dann geben wir das jetzt ab und dann switchen wir rüber in die nächste Folge. Ja, wir sind das erste Mal der Polizei gekommen. Wow, was ist hier ab?
muss man immer die Gitarren zerstören? Also, und jetzt war jetzt vorbei, ja? Okay. How you doing? Joel over there knows how to rock, but it's me that's gonna make him a star. I'm his manager, and as his manager, I've got a chore for you. Go down to the music store and pick him up a new guitar. It's gotta be an aquamarine Les Paul Smith. Don't F this up. He's very sensitive. Haben wir das jetzt abgegeben? Habe ich irgendwas verpasst? Ja, anscheinend haben wir das jetzt damit abgegeben. Gut. Ich dachte, da gibt es noch eine Konversation oder so. Könnte das sein können? Hier hast du die Schallplatten. Aber nein, wir haben nur die Party gesehen. Und wie er die Gitarre zertrümmert hat. Und jetzt soll man eine neue Gitarre besorgen. Wow. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Genauso hoffe ich, dass ihr gespannt seid, wie es weitergeht. In dem Sinne, wir sind am Ende mit der neuen Folge von American Thief 80s. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, wenn es ist. Wie immer gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen, gerne kommentieren. Und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. An dieser Stelle bin ich erstmal raus. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!